willkommen. Wir spielen noch eine Runde mit unserem Priesterdeck und schauen, ob wir jetzt diesmal weiterkommen, nachdem die letzte Runde, wenn ihr das Video angeschaut habt, ja recht schnell vorbei war. Und ja, mich würde es halt mir mal interessieren, wenn jemand auch ein besseres Deck auf der anderen Seite hat. Und unser Gegner scheint gewählt zu sein. Und wir spielen gegen Anduin, gegen Valera. Arka, seid auf der Hut. Das Licht wird den Sieg bringen. Die 6er Karte bringt uns hier am Anfang nichts. Die hätte ich nachher gern. Die ist immer gut, wenn Ragnaros oder so, weil wir die Karte selber nicht haben. Aber jetzt am Anfang bringt sie uns noch gar nichts. Das heißt, legen wir die nochmal ins Deck rein. Gegen Priester können wir die Klerikerin gleich am Anfang spielen. Ist jemand verletzt? Das war's. Weil es ist unwahrscheinlich, dass sie in der Runde 1 gleich uns irgendwas dagegen legen kann. Dafür haben wir hier natürlich auch noch unseren Dreher rausnehmen, den wir auch nutzen können. Und mit dem hier können wir sie auch noch ein bisschen buffen. Ich frage mich, ob... So. Das sind die allerliebsten, die gleich bei der Runde 1 so ewig brauchen. Und die einfach nur hoffen, dass der andere an Altersschwäche irgendwie stirbt. Dann machen wir uns erstmal hier ein gemütliches Feuer an. Ich spiele echt auf Altersschwäche. Oh, vielleicht könnt ihr mir ja auch mal schreiben, wie ihr das Ganze findet, oder bringt es eigentlich überhaupt was, wenn das Ganze so in die Länge ziehen, dass der andere irgendwie komplett irgendwie... Ja... Und da haben wir 2 Schaden. Nein. Na, dann nehmen wir das doch gleich mal raus und ziehen eine Karte. Zack. Sie ist wieder da. Und hätten wir jetzt einen Coin, wäre es natürlich doch gut gewesen. So, wir sind in Runde 2 und sie wird wahrscheinlich wieder auf Ewigkeiten spielen. So, die gute Arka. So viele Möglichkeiten. Ja. So, unsere Taktik für das Deck. Wir hoffen sehr, sehr stark auf Buffen unserer Spielfiguren. Das heißt, es gibt ein paar Figuren, die leben halt recht stark davon, dass man sie sich hochbufft. Also wir können sie jetzt natürlich jederzeit hier auf einen Dreierangriff setzen. Wenn wir ihr noch das Zweierschild geben, dann kann sie gleich 5 Schaden auf einmal machen und dadurch wird die Karte sehr, sehr schnell eigentlich. Ich frage mich, ob... Sehr gefährlich. Entscheiden. So. Wer ist denn? Arka. Ist mir der Name irgendwas? Macht es irgendwie einen Stream? Oder warum braucht sie so ewig lang? Ich frage mich, ob... Aber gleich mal... So, ist weg vom Spiel. Dann machen wir Folgendes. Ist jemand verletzt? Wir nehmen sie noch mit hinzu. Ich gebe. Und es gibt schon wieder auf. Was haben wir denn heute für Leute? Das ist ja echt schlimm. Ja. Nochmal so ein schlimmes Spiel war schnell weg. Ich weiß nicht. Irgendwie sind die Leute gerade echt ein bisschen komisch. Aber ja, ich danke euch trotzdem vielmals fürs Zuschauen. Vielleicht habt ihr ja noch Tipps. Ich poste wie immer unten in die Comments das aktuelle Deck. Und dann hoffen wir mal, dass wir beim nächsten Mal unser Deck besser testen können. Ich danke euch vielmals und bis zum nächsten Mal.